Abend, lieber Mitstreiter, willkommen zurück auf Enderal. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesen schwarzen Perlen und ich bin jetzt mit Kalia den Pass weiter abgelaufen. Also wir wollen jetzt zu so einem Schloss, wo sich quasi so ein Eremit weggeschlossen hat mit seiner Perle und ein bisschen den Gerüchten zufolge durchgeknallt sein soll. Und jetzt haben wir hier ein paar Hüter gefunden, die hier tot rumlagen. Und ja, die Magieroben, die sind denen irgendwie schon abhanden gekommen und irgendwie schon auf dem Marktplatz gelandet oder so, keine Ahnung. Und genau, und wir sollen das jetzt nebenbei noch ein bisschen untersuchen und die Blutspuren, die führen ja mehr oder weniger so eindeutig in die Mine rein. Und hast du etwas gefunden? Ach, du bleibst hier und ich darf jetzt gucken gehen, oder was? Ah. Okay. Ansonsten war die Nacht sehr hart. Es hat gefröstelt draußen, geschneit wie wild. Wir haben dann einen Unterschlupf in einer alten Ruine gefunden. Und zum Glück, als wir aufgewacht sind nächsten Tag, war alles wieder halbwegs schicki. Und dann sind wir bis hier gelaufen. Erstmal ein Schloss knacken. Ja! Ah, ich liebe Schloss knacken. Denn Geselle ist die mittelste Stufe, ne? Naja, aber der Loot kann sich hier oben schon. Oh, noch eine Kiste. Schon sehen lassen. Das, wie schnell dieser Dietrich weg ist, könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Krass, ey. Okay. Ja, wir sind ja auch schon keine arme Kirchenmaus mehr mittlerweile. Das ist echt cool. Ich habe uns jetzt unseren Bogenskill, also wir sind voll. Plus 4 Bonus. Also mehr geht nicht. Wir hämmern jetzt richtig rein. Und werde ich mir demnächst noch ein bisschen einhändig dazu besorgen. Boah, eine krasse Mondsteinerzader oder Gold? Gold des Todes, Alter. Und ich habe uns richtig schön leer gemacht. Ich habe unsere ganzen Alchemietaten alle in eine Truhe gehämmert und so. Wir können jetzt richtig was mitnehmen. Wie riesig das ist. Also wie verwinkelt vor allem. Oh, guck mal. Gratis Ambrosia. Eieiei. Was gibt's hier noch Schönes? Assassinenharnisch der Verborgenheit. 17% besseres Schleichen. Der Wert, Alter. Momentan können wir so ohne einstecken. Noch mehr Gold? Alter, Schattenstahl. Leute. Das ist die Mine hier. Und wir kriegen sogar richtig was raus. Dann hat noch war einer so nett und hat eine Schatulle hier hingestellt. Oh Gott. Du darfst. Ihr könnt. Okay. Das ist irre. Am liebsten wäre ich Zauberer, ne? Ohne Spaß. Das ist nicht lustig, Alter. Das ist so frustrierend. Das ist meine letzte. Was war das hier? Experte, ne? Ich habe keinen Bock drauf, Alter. Mächtiges Manas. Okay. Also, vermutlich versteckt sich hier eine wilde Kreatur drin, oder? Draußen alles zerhackt.
Oder ein dreckiger Nekromant. Wäre jetzt so mein erster Tipp. Es ist hier einfach auch viel zu leise irgendwie. Das ist schon mal eine geile Truhe. Alter, wer pennt denn hier bitte? Wer stellt sich denn hier im Bett hin? Upsi. Ein großer gefüllter Seelenstein. Der Minenschlüssel. Der Minenschlüssel wird vermutlich nicht ins Schloss passen hier. Extrem misstrauisch. Ich speichere mal. Beschwört Obaya? Was ist Obaya? Können wir das schon machen? Stufe 30 für 90 Sekunden, nee, können wir niemals machen. Was ist er? 423 Maya. Träum ich vorhin. Aber es wäre alles einfacher, wenn man mal Punkte in die Klasse investieren würde. Kosten ja die Sachen nur noch halb so viel. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Bescheuert, Alter? Ja, muss da irgendwas passiert sein. Bisschen an Zettel. Stelle Post. Außer dass hier ein Haufen Gold rumliegt. Ich kenne mal die Lok. Ah, da war sie schon. Ja, mehr ist hier nicht. Ich will jetzt nicht, euch jetzt nicht mit Gold abbauen nerven hier. Das ist sonderbar. Hier ist auch nichts. Einfach nur eine verlassene Mine, die nur extrem viel Potenzial hat. Und? Hast du etwas gefunden? Soll ich mal dem Hüter nachgucken? Vielleicht finde ich hier was. Wie, willst du mich verarschen, Alter? Sie pullt hier an der Leiche rum und dann sind die Hinweise da drin? Alter, kann ich mir ein Gewand anbauen? Weil ich bin ja schon auch quasi sowas wie ein Ordenshüter. Oh ja. Das ist ja dann bestimmt auch was, was man verzaubern kann, oder? Ah ja, da sind wir jetzt edel. Hängt ein bisschen weit oben, der gute Fetzen. Wie dreckig wir immer sind. Und? Hast du etwas gefunden? Anweisung. Die hättest du schon gestern sehen sollen. Ihre Befehle in der Mine oben im Nordwind scheinen sich ein. Da, guck mal, Wildmagier zu verstecken. Oh, natürlich. Ich habe davon gehört. Die Armen. Dieser Mistkerl muss sie überrascht haben. Lass uns einen Blick in die Mine werfen, Saira. So lange wird unsere Expedition in das Schloss warten müssen. Na toll. Jetzt konnte er sich auch erst, jetzt war er erst richtig erlöst. Jetzt war ich umsonst drin vorher.
Weil, ey, das war da jetzt nicht wahr eben, oder? So, jetzt wird der Kollege auch hier abhängen. Alter Stahlpfeil! Rüber gehämmert. Au! Ah, weg das hier! Waren alle. Na, aber die explodieren. Das waren alle, aber ich gönn mir. Alter! Brudi! Feinde, mach dich bereit. Ich bin dabei! Spinne des Todes. Angriff. Oh, der Hund ist tot. Den fasse ich nicht an. Ah, ne, ist der alte Hund. Oder nicht? Ah, ich sehe ihn nicht Fokus, Kanier. durch. Warum brenne ich? Warum kann ich mich nicht bewegen? Alter! Ey, das ist so. Es ist so. Auf da rumzujammern. Vielleicht wehrst du dich so lange. Für den Moment. Oh, wenigstens steht die auch gleich wieder. Okay, naja. Die steht jetzt erstmal nicht mehr auf, oder? Doch. Ey, das ist schon cooler als Jasper auch, ne? Einfach direkt mal wieder aufstehen. Nicht da immer ewig lange rummachen am Boden. Das war jetzt aber schon ganz schön intensiv. Oh, ein Eiselementar ist, oder? Warte mal. Wir können ja so machen und so machen. Feuer ist bestimmt nicht so angenehm. Guck mal hier so an. Ich versuche hier gerade Tasten zu drücken. Wow. Kalia Stufe 25. So, dann wird er jetzt ja in der Nähe seines Bettes sein, hä? Elementrix. Oh, der baut so ja was ab gerade. Ja, ist ja auch aufgefallen, ne? Oh, ich kann da nicht durch. Ich bin gleich da. Die Feuerwand. Halt durch, Saira. Ich schlitz ihn auf. Oh. Nicht gleich den Kopf verlieren. Das war's. Oh. Gott. Mehr Mana. Gallius hat mir bei der Vorbereitung für die Prüfung geholfen. So zu enden hat er nicht verdient. Wir müssen dem Großmeister von dem hier erzählen, wenn wir das Schloss von Dalgalá durchsucht haben. Sehe ich auch so. Schon mein zweiter zerbrochener Seelenstein. Komm, da muss ich jetzt auch noch schnell mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Schon das zweite Mal. Dankeschön. Das ist nett, dass so ein bisschen Licht macht. Lass sie gleich Becher schürfen. So, das ist auch wichtig für meine Stahlproduktion zu Hause. Gold ja jetzt glaube ich gar nicht so unbedingt. Bisher nur Rezepte habt, dass man dadurch nur Schmuck herstellen kann. Wow. Sich auf jeden Fall ein schönes Nest gesucht, der Jute. So, jetzt möchte ich aber wissen, was hier oben an dem Dings los ist. Was an diesen Gerüchten wahr sind.
Kann ich mich irgendwie unhart daran erinnern? Eigentlich sollte ich ja nicht mehr, aber ich kriege hier gerade Erinnerungsfetzen rein. Hier leben, glaube ich, Geister in dem Dorf oder so. Und noch mehr Elementare. Kalia! Feinde, mach dich bereit. Bilde die erste Linie. Wie sie sich das gönnt. Oh. Nordwind. Wie weit sind wir denn noch weg von unserem Ziel? Also wirklich im Dorf rechts halt und dann müsste da. Guck mal da oben. Okay. Nordwind. Einst eine der wichtigsten Kolonien des Landes, jetzt eine Ruine. Am Ende ist doch alles vergänglich. Ich. Warte. Siehst du das? Was denn? Das Feuer, ja. Ist mir auch aufgefallen. Erstaunlich warm. Für diese Jahreszeit. Noch warm. Wollen wir mal in das Häuschen gucken? Ach, geht gar nicht. Umgefallener Schleifstein. Alter, wie zu Hause an. Das heißt, jemand anderes ist vor kurzem auch hier gewesen. Nee, das war das Feuerelementar. Vielleicht. Lass uns einfach vorsichtig sein. Das Schloss ist gleich dort oben. Da ist noch einer. Bisschen gucken möchte ich ja schon. Oh, wie viele. Sie mir immer schubst von hinten. Geh doch mal aus dem Weg, mein. Klar. Das ist bescheuert, ey. Diese Hitboxen. Feinde, mach dich bereit. Sam. Ich klopfe jetzt erstmal alle an hier. Geh doch mal aus dem Weg, bist du dämlich, Alter? Vorsicht! Der Enemy ist close! Muss hier erstmal kurz den ganzen alten Scheiß an Pfeilen loswerden. Das muss weg hier. Nicht die ganzen guten Sachen, Leute. So, jetzt haben wir da hinten noch ein Elementar. Oh ne, noch mehr. Nicht getroffen. Für 103. Ja nicht ankommen mit ihren komischen Feuerskates hier. Wo ist denn der Hund? Vor uns, Digga! Salze wir haben. Ich finde das so cool. Okay. Boah, da hinten gibt es bestimmt auch noch irgendwas. Aber wir kümmern uns jetzt, wir müssen mal ein bisschen fokussiert bleiben. Und dann knacken wir erstmal eine Kiste.
keine Geduld heute. Boah, krieg eine Panne, Alter. Ganz schlecht. Meine guten wegestreuen Pfeile. Hallo? Jemand zu Hause? Noch mehr Feuersalze, natürlich. Aber was ist hier jetzt passiert? Dann, 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 dann. Nichts ist betretbar. Oh, shit, ich hab gedacht, das ist der offizielle Steilweg, aber das geht ja vielleicht auch. Wenn ich jetzt hier links über die Felsen springe. Mit ein bisschen Glück umgeht man ja auch wieder irgendeinen fiesen Feind. Aber da kommt Karl ja wieder nicht vernünftig mit, ne? Sag euch, hier ist wieder alles voll irgendwelcher komischen Verlorene. Und da oben ist noch ein Turm. Na guck mal, hier ist natürlich einfach. Alter. Das ist ein fieser Bär. Was macht sie denn jetzt eigentlich wieder? Der hat mir definitiv angegriffen. Oder zumindest bedroht. Ah, guck mal, der muss so weg. Der hat einen ganz verdrehten Kopf gehabt. Schöne Hütte. Was ist denn jetzt mit ihr? Aber die müsste ja eigentlich da sein. Oh. Tschüss. Oh. Ah ja, genau. Machen Rückwärtsschlag. Echt, was sie jetzt macht in der Zeit, ne? Ja, ist sie nur uneinig. Alles in die Taschen. So, zweiter Versuch. Ich möchte gerne ein Schloss. Oh. Verschlossen, Alter. Wie erwartet. Die Tür aufbrechen. Vielleicht gibt es einen Seiteneingang. Möglich. Aber der Boden ist rutschig und die Klippe steil. Das könnte übel enden. Vielleicht können wir das Tor irgendwie aufbrechen. Okay, okay.
Wenn ihr also coole Ideen habt. Wenn wir hätten, dann könnten wir es vielleicht aufspringen. Aufspringen? Das ist die Frage. Aber Nordwind war ein Schürferdorf und ich meine, unten beim Stolleneingang eine Art Lager gesehen zu haben. Ich schlage vor, du siehst dir das mal an. Ich lege in der Zeit den Eingang frei. Was willst du denn hier? Warum willst du denn das freilegen, wenn wir das sprengen? Vielleicht, du willst dir doch was vor der Arbeit drücken. Oh, das Wort mag ich, ja. Schön jetzt hier am Tor rumstehen, rochen. Und der andere macht sie auf Socken. Ich höre was. Oh, guck mal, da oben ist ein Nest. Ja, gut, dass wir das vorher schon so ein bisschen gereinigt haben hier. Also bis hier muss ich dann doch schon mal gewesen sein. Wie weit ich das gespielt habe. Hört ihr das auch hier? Alter. Spooky. Ich denke nochmal, hier ist irgendwas. Wäre ein cooles Versteck gewesen. Ja, das sind Puppen. Ja, warum stellt man hier so komische Puppen auf, ja? Ich weiß nicht. Ah, Eingang zum Pulverlager. Alter, ich hab. Leute, unfair. Unfair. Die Unfairkeitskarte. Hier oben meine Flasche darin schmeißen können. Und dann Feuerball. Aber weil ich einfach nicht so schlau bin, gut, dass die nicht herkommt. Was macht der denn? Schieß doch mal diesen Feuerpfeil da rein. Ach, dann lass es sein. Das ist ausgerutscht. Alter. Wow, ich bin richtig mies vergiftet. Da müssen wir kurz was einschmeißen. Genesung einfach. Dann fressen wir ein bisschen Ambrosia. Und ich esse ein bisschen gebratenen Wolf. Oh, ein Geheimfach. Da ist es, wird verbrauchen. Ach, warte mal. Ach so, okay. Das ist ja cool, dass das so abgekürzt wird. Denn das macht ja schon ein bisschen Sinn. Nur ganz kurz checken hier. Diese Vergiftung, irre. Na los, dann tragen wir das mal rüber. Eigentlich dürften wir da jetzt nicht sterben.
Ja. Und jetzt in Deckung. Na bitte, dann mal rein. Wanda, kannst du denn mal überall durchlaufen? Was zum... Atmen, Kalia. Einfach atmen. Das sieht schon höchst unangenehm aus hier. Oh, verzeih mir, dass der Anblick kam unerwartet. Ich schätze, jetzt wissen wir zumindest, was mit Dalgalas Dienern und Lehrlingen passiert ist. Ja, das... Diesen Anblick habe ich nicht erwartet. Aber es war nicht kritisch. Mach dir keine Sorgen. Meinst du, der schwarze Stein hat mit dem zu tun? Mit den Leichen? Ein idealistischer Graf, ein abgelegenes Schloss und ein Artefakt, das die Hohen verpestet haben? Wäre doch naheliegend, oder? Durch die Hauptpforte kommen wir aber nicht hinein. Lass uns nach einem Seiteneingang suchen. In Ordnung. Und das machen wir dann in der nächsten Folge von Enral. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns. Oder suchen nach einem Seiteneingang und gucken, was los ist. Ah, das ist so cool gemacht. Ich feiere das immer wieder. Alles klar, Leute. Ich muss draußen Staub saugen. Haut rein. Bis die Tage.